Wir haben als eine der ersten Redaktionen das neue Victoria Monville zum Test bekommen. Einmal kurz zum Namen, Monville sagt schon viel über das Rad aus, denn in Monville in Frankreich baut Bosch seine E-Bike-Systeme. Also wir haben hier ein Pedelec mit dem 250 Watt Mittelmotor von Bosch, 12 verschiedene Unterstützungsstufen, 45 Newtonmeter, der bekannte Bosch-Motor, durchzugsstark, stark am Berg, wie wir ihn seit der Eurobike 2010 kennen. Ein weiteres Highlight, und gerade das macht diese Kombination bislang einmalig bei Serienpedelecs, ist die Novinci Getriebenarbe. Sie fragen sich sicherlich, was ist das, eine Getriebenarbe? Ganz einfach, mit der Novinci N360 verabschieden Sie sich komplett von Gängen. Das, was Sie kannten, vom Fahrrad, vom Auto, erster Gang, zweiter Gang, dritter Gang, vierter Gang, gibt es mit diesem Planetengetriebe nicht mehr. Was Sie machen, Sie schalten hier an einem Drehgriff und verändern stufenlos die Übersetzung. Der große Vorteil an diesem System ist zum Beispiel die Fahrt am Berg. Früher, man kennt es zu gut, bloß nicht unter Last schalten, sonst ist der erste Defekt oder Kettensprung oder sonstiges perfekt. Hier können Sie unter voller Last eine niedrigere Übersetzung wählen. Unsere ersten Fahreindrücke haben ergeben, das Monville eignet sich hervorragend für gemütliche Tourenfahrten. Es ist ein wahres Komfort-Pedelec, nicht zuletzt auch durch die SR Suntour Federgabel, richtet sich gerade an genussorientierte Radler, die ganz entspannt, ohne viel Kraft, ohne viel überlegen zu müssen, in welchem Gang muss ich fahren, radeln wollen. Fazit: Mit dem Victoria Monville bekommen Sie ein Pedelec auf höchstem technischen Stand. Bosch-Motor, Getriebe von Novinci, stufenloses Schalten und hoher Fahrkomfort, der einfach Spaß macht.